Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder jede Menge Telefonschnipsel, die für kein ganzes eigenes Video gereicht haben. Trotzdem sind die vielen Schnipsel ziemlich lehrreich und zeigen auf, was wir da so für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen einzelnen kleinen Telefonschnipseln. Ja, hallo, guten Abend. Ich spreche gerade mit dem Herrn Lothar. Was? Ich spreche gerade mit dem Herrn Telerand. Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben. Der Niklas Fischer spricht hier. Also Sie spielen wieder. Was? Wollen Sie spielen oder was? Wieso? Ich höre meine Stimme zurück. Weiß ich doch nicht. Wissen Sie was? Was denn? Ja, er wollte mir wahrscheinlich einfach nur mitteilen, dass er jetzt hier auflegen wird. Tja, so ist das halt. Manchmal wird man leider schon erkannt von den Betrügern. Machen wir mal weiter mit dem Nächsten. Guten Tag, Herr Scheidenreiter, ja? Scheidner, ja. Genau. Grüßen Sie, hier ist Maya Schiller. Ich melde mich von Firmon. Sie sind gerade bei uns angemeldet, ja? Kann sein, ja. Auf der Plattform für Handelskonto. Wie weit sind Sie denn gekommen, Herr Scheidenreit? Ich bin Ihre Ansprechpartnerin. Ich darf Sie gerne dabei helfen. Ja, na, ich habe jetzt hier auf so einen Knopf gedrückt und dann hat sich da was geöffnet, ja? Ah, okay. Ja, das ist Ihre Konto sozusagen. Was sehen Sie auf dem Bildschirm, wenn ich fragen darf? Eine komische Webseite mit so einem blauen Streifchen. Ja, da sieht man nicht so viel, weil das ist so simpel gemacht, also ganz einfach gemacht. Schauen Sie mal, sehen Sie ein blaues Kästchen? Das Streifchen, meinen Sie? Genau. Da oben steht die Taste Deposit. Wo denn? Also, an der linken Seite sehen Sie, also da ist so eine Liste, zum Beispiel da steht auch Dashboard. Sehen Sie sowas? Nee. Okay, was sehen Sie genau? Mein Bildschirm. Ein Bildschirm? Ja. Okay, an der linken Seite in der Ecke sehen Sie Firmen? Ja, das könnte das heißen, ja. Also Firmen, drücken Sie bitte drauf. Ja. Und an der rechten Seite oben sehen Sie die Taste Login. Ja, jetzt bin ich ja wieder ausgelogt. Genau. Drücken Sie mal bitte jetzt auf Login. Ja, jetzt bin ich wieder eingeloggt. Okay. Wenn Sie jetzt eingeloggt sind, was sehen Sie? Wieder das blaue Streifchen. Ja, da an diese blaue Streifchen oben ist schwarze Taste, drauf steht Deposit. Nee. Oder an der linken Seite, sehen Sie neben, also ganz oben Einzahlung. Ja. Drücken Sie bitte drauf. Ja. Diese Taste brauchen Sie, die Einzahlung zu tätigen, um das Konto zu aktivieren. Okay. So. Welche Karte besitzen Sie? Eine Visa-Karte oder ein Mastercard? Da gar keine. Also über Website haben Sie Möglichkeit, mit einer Visa-Karte oder mit einer Mastercard einzusteigen. Haben Sie ganz normale Online-Banking? Na, ich habe eine Maestro-Karte. Was haben Sie? Eine Maestro-Karte. Maestro-Karte. Okay, mit der Maestro-Karte können Sie Überweisung tätigen? Na, da kann abgebucht werden, ja. Okay, wenn ich Ihnen die Daten für die Überweisung sende, schaffen Sie eine Überweisung zu machen? Nee. Wieso? Na, wer blöde Fragen stellt, kriegt blöde Antworten. Warum ist das blöde Frage? Warum ist das eine blöde Antwort? Also ich habe gefragt, warum können Sie die Einzahlung nicht tätigen, wenn Sie eine Karte haben? Ja? Okay. Also wenn ich Ihnen Daten sende, schaffen Sie eine Überweisung machen oder nicht? Das kommt drauf an. Möchten Sie das Konto aktivieren? Vielleicht. Sie sind ein Arschloch, ja? Sie auch. Ja, du bist ein Arschloch. Ja, du auch. Fick dich, du ja. Idiot. Du auch. Ja, da haben wir ja wieder eine von der ganz besonders netten Sorte am Telefon gehabt. Tja,
Sobald sie ihren Willen nicht bekommen hat, wurde sie dann wohl beleidigend, ganz am Ende des Telefonats. Und damit hat sie uns dann auch hier bewiesen, dass sie nichts anderes als eine Betrügerin und Abzockerin sein kann. Tja, ich finde das immer wieder interessant, dass diese ganz, ganz tollen Menschen und Mitbürger so nett am Telefon sind und, naja, als Dankeschön dann dafür, dass sie so nett gewesen sind, auch noch unser Geld haben wollen. Ich finde das wirklich Wahnsinn. Und solche Leute rufen einfach bei einem an und stören in der eigenen Privatsphäre. Oh ja, und wollen ja nichts anderes als euer Geld. Und sind dann so am Telefon, nur weil sie nicht genau das von euch als Antwort bekommen, was sie sich vorgestellt haben. Hallo, guten Abend. Joanna Koch am Apparat von Bitcoin Profit. Spreche ich mit Herrn Dirk? Das ist mein Vorname. Scheidenreiter ist mein Name. Scheidenreiter, ja, genau. Okay, also Sie haben sich bei uns eine Registrierung gemacht und ich bin hier dabei, Ihnen weiter mit der Aktivierung des Kontos zu helfen, damit Sie mit Handel starten können. Aha. Und bei Ihnen ist aber da ganz schön laut im Hintergrund. Können Sie das erstmal irgendwie abstellen? Ja, ich kann. Ja. Einen Moment bitte. Ist besser jetzt? Nee, kein Stück. Also jetzt die Musik ist, also... Ja, ist immer noch genau die gleiche Lautstärke wie vorher. Nein, es ist nicht. Ja? Nein, es ist nicht. Also wir arbeiten hier zu viele Leute und wir so, sprechen aber die mit Betrügern Zeit. Möchte ich nicht am Telefon sprechen. Dann haben Nein, sie eigentlich schon bei mir verkackt. Betrüger. Doch, Nein, die, wir sind nicht Betrüger. Also bei YouTube sagt immer einer, sie, bei YouTube sagt immer einer, wenn da muss, jetzt hören Sie doch mal zu und sabbern Sie nicht dazwischen, weil sonst bestätigen Sie ja meine Meinung. Wirklich? So, kann ich jetzt mal was sagen? Ja. Bei YouTube sagt immer einer, wenn da Musik im Hintergrund läuft, dann sind es Betrüger. Nein, das ist nicht korrekt. Also wir sind hier 100 Leute. Was sollen wir machen? Ja, die Musik aus. Dann würde das auf jeden Fall seriöser wirken. Also jetzt, die Musik ist sehr okay. Nee, die Musik ist sehr kanackisch. Weißt du was? Fick dich, du Arschloch. Ja, vielleicht machst du das einfach selber. Na gucke, wieder so eine ganz nette, herzallerliebste Herzensdame, die ja irgendwie ihre sexuellen Störungen gerne am Telefon auslässt. Tja, irgendwie, ich weiß es nicht. Die ganzen Betrüger, die uns hier in ja, Deutschland, Österreich und Schweiz anrufen, irgendwie müssen die wirklich sexuell ein Problem haben. Weil letztendlich ist es immer, fick dich, fick deine Mutter, Hurensohn, ja, also weiß ich nicht, das sind so irgendwie Standardfachbegriffe bei denen da in den Callcentern. Ja, und so wollen die halt euer Geld haben, ne? Und letztendlich, ihr müsst euch immer wieder vor Augen halten, diese Menschen möchten von euch Geld haben. Kurz vor dem Moment, wo die hier ausrasten und ihr wahres Gesicht zeigen, versuchen die ja jedes Mal irgendeine angebliche professionelle Tradingbank zu imitieren, wo ihr Geld einzahlen sollt. Tja, ich finde das immer wieder fragwürdig. Hallöchen, entschuldigen Sie, ich habe gerade aus Versehen aufgelegt gehabt. Akta Sogelmein, aber von der Firma Alvexo rufe ich an. Ich grüße Sie. Ja. Sie haben sich gerade registriert gehabt, da Sie am Finanzmarkt handeln möchten, ist das richtig? Ja, aber bei Ihnen ist ja wahnsinnig laut, da hört man fast nur Musik. Ja, das, also das ist ein Callcenter, ne? Das gehört mit dazu. Na, bei einem Callcenter hat man doch keine Musik an. Macht ja gar keinen Sinn. Dann versteht man sich ja noch schlechter. Mhm. Macht Spaß eigentlich, auf YouTube unterwegs zu sein? Ja. Gerold Steiner? Ja. Macht Spaß bestimmt, ne? Wie viele ja. Follower hast du? Wie viele Abonnenten hast du? Ja, viele. Wie viele denn? Ja, viele. Na, wie viele denn ungefähr? Ja, viele. Ja, du kannst mir doch keine Zahl nennen. Nenn mir doch mal bitte eine Zahl. Nö. Ja, wenn wir jetzt schon wissen, wer wir zusammen sind, dann können wir doch auch offen reden, oder? Verarschen brauchst du mich ja nicht mehr. Wie viele Leute betrügen ihr so am Tag? Wir betrügen keine Menschen, auf gar keinen Fall. Doch, ihr seid wir ja Verbrecher. Ihr seid kriminelle Verbrecher. Doch. Wie kommst du denn auf sowas? Ja, weil ihr über Betrügerwerbung macht. Okay. Zum Beispiel? Ja, was zum Beispiel? Na, zum Beispiel, welche Werbungen? Ja, eure komischen illegalen Werbungen. Und schon alleine welche der illegale Werbung? Anruf. Und die 250 Euro, die jedes andere Betrüger-Callcenter haben will. Was für ein illegaler ja, Anruf? Ja, ist ziemlich scheiße, wenn man den ganzen Tag belästigt wird, ne? Oh, okay. Ich weiß gar nicht, welche Kunden sich von uns belästigt fühlen. Ja, alle sicherlich. Und Kunden würde ich das nicht nennen. Also ich würde das eher Betrugsopfer nennen. Meine Kunden in meinem Portfolio sind sehr zufrieden damit, wenn sie Geld verdienen, ja, und sich das auch auszahlen lassen. Wie gesagt, wir sind reguliert und lizenziert, aber mal ganz nebenbei, ja, ja
Du kannst ja einfach gerne mal bei der BaFin anrufen und unsere Lizenzen durchgeben, dann kriegst du auch sofort mit, dass alles reguliert und lizenziert ist. Ja? Ansonsten, Herr Scheibenreiter, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Ich würde sagen, hier haben wir wieder exakt ins Schwarze getroffen. Denn wäre das ja eine, ja, seriöse Firma gewesen, ich glaube, dann hätte der Mitarbeiter sich da weniger so benommen und nicht noch den Eindruck des Betrugs auch noch bestätigt, weil was anderes hat er hier eigentlich nicht gemacht. Rastet da mehr oder weniger aus am Telefon. Ich meine, klar, der hat sich noch halbwegs zusammengerissen. Aber trotzdem, ich meine, ein normales Unternehmen würde so, glaube ich, nicht mit euch am Telefon sprechen und vor allem auch nicht aufs Du übergehen. Ich weiß es nicht, was die sich jedes Mal dabei denken, aber letztendlich bleibt dieses Unternehmen definitiv nichts anderes als eine Betrügerfirma. Und bei der Meinung bleibe ich auch. Ich meine, ihr müsst euch letztendlich eure Meinung selbst bilden, aber die rufen hier letztendlich bei mir an, nachdem ich mich in so einer Betrugswerbung registriert habe. Also, tja, was soll da noch überbleiben, ne? Also, legal und seriös arbeiten Firmen so definitiv nicht. Also, das, was man hier letztendlich immer wieder geboten bekommt. Absolut nur Wahnsinn. Hallo, schönen guten Tag. Herr Lullipusch? Oder Herr Steiner? Das ist egal. Wie lange wollen Sie es noch weiter probieren? Hä? Was? Ja, Sie haben mich schon verstanden. Nee, alles gut. Habe ich nicht verstanden. Langweilig Ihr Leben, ne? Nee. Ja, ich merke schon. Na gut, vielleicht hören wir uns nochmal die Tage, ja? Auf Wiederhören. Ja, gleich bestimmt. Oh, gleich bestimmt. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Tschüss. Aber lassen Sie sich wenigstens eine andere Endung für Ihre E-Mail-Adressen einfallen. Nee. Ja. Tschüss. Ja, bis gleich. Tja, was will man dazu eigentlich noch großartig sagen, ne? Ich glaube, die Callcenter, die verraten sich eigentlich mit allem, was sie so tun und machen, eigentlich immer nur wieder selber. Denn ein seriöses Unternehmen würde, glaube ich, so nicht, keine Ahnung. Also ich bin, weiß ich nicht, bin selber immer wieder fassungslos, was da so am Telefon passiert. Hi, can I speak with Mr. Carr? Nee. Carr Klobotterbe. Is ja, it you? Das okay. Ist richtig. Okay. Aber warum lutschst du mich auf Ausländisch voll? Sorry, do you speak a little bit of English? Nee. Okay, I'm calling you from Tradexo. You are online on the webpage, right? Oh ja, das stimmt, ja. Das hast du okay. Gut erkannt. Okay, I was assigned as your personal account manager. I would like to give you information and help you with your account activation, okay? Ja, das kannst du machen, wenn du willst. Alright. Sorry, I will try to speak slowly and in simple words, okay? Ja. Okay. Soll ich etwas langsamer sprechen? Okay. Deutsche Sprecher? Ja. Alright. Right now, sir, Deutsche Sprechers are busy. Right now, I'm available to help you for the account. And later, I can schedule a callback. But just tell me, sir, what is your age? How old are you? Ja, ich bin 29. 20. 50? 29. Alright, so can you tell me in English, sir? Tja, das ist wohl für dich ein Problem, dass ich dich verstehe, aber du mich nicht. Very good. Alright. Ja. So, tomorrow when would you be able to receive German speaker phone call? Ja, genau. Weil ob ich mir jetzt mit der Hand vor den Arsch fasse oder weitermache mit dir, das kommt eigentlich aufs Gleiche drauf hinaus. Okay, alright, sir. If you wish, I can help you to make your investment. Genau, weil damals, als ich Pommes gegessen habe, da habe ich mich am Senf verschluckt. Und dann bin ich auf der Mayonnaise ausgerutscht und dann lag da plötzlich eine Banane. Okay. Once again, can you repeat, how old are you? Ja, aber du versuchst es auf jeden Fall, mich weiter zu verarschen. Das ist ja schon mal ganz nett, obwohl wir uns so gar nicht miteinander verstehen. Okay. Tomorrow German speaker will call you, alright? Deutscher Sprecher. Dann kann er auf jeden Fall morgen nochmal so eine Kakerlake anrufen. Okay, danke, tschüss, bye-bye. Ja, mach's gut, Baby. Bye-bye. Ja, also ich habe es euch ja versprochen, dass das Niveau hier auf diesem YouTube-Kanal immer weiter sinken wird.
Andere geben sich ja Mühe und versuchen irgendwie über besondere Schnitttechniken und lauter Bling-Bling-Shishi das Ganze irgendwie aufwendiger und aufwertender zu erscheinen zu lassen. Nee, die Welt ist so nicht, Leute. Die Welt ist genau so, wie wir es hier gerade am Telefon hatten. Da versucht wirklich jemand auf Englisch mich von vorne bis hinten voll zu lutschen. Ich antworte nicht ein einziges Wort auf Englisch und die macht einfach weiter in ihrem englischen Skript. Dabei redet die ja die ganze Zeit davon, dass ich Deutsch spreche. Tja, und ich antworte ja einfach auch nur auf Deutsch. Und ja, muss man dazu noch was sagen? Naja, es wird auf jeden Fall nicht besser. Hallo, ich spreche mit dir, Klavertaub. Bach? Ja. Ariane Torres ist mein Name, ich grüße Sie. Ich melde mich von der Handelsplattform FIMOM bezüglich Ihrer Anmeldung über Onlinehandel, korrekt? Weiß ich nicht, ob das korrekt ist. Also Sie haben gerade Registrierung gemacht. Ja, und wie heißt die Firma? FIMOM. Nö, sowas habe ich nicht offen. Das haben Sie nicht gemacht? Nee. Okay, ciao. Ja, Betrüger. Ja, dann legt sie halt ganz schnell wieder auf. Ich meine, so ist natürlich die richtige Reaktion, wenn man schon nicht nach Datenschutzgesetzen die Nummer vorher prüft. Aber ja, was will man da jetzt eigentlich groß zu sagen, ne? Ich meine, die hat jetzt hier trotzdem illegal angerufen, auch wenn sie sich mehr oder weniger noch höflich verabschiedet hat. Wunderschönen guten Abend, Herr Hartmut. Ich bin Matthias Hoffmann von der Firma FIMOM. Oh, toll. Wie ich im System sehe, Sie haben Interesse am Finanzbörse zu handeln, korrekt? Mhm. Oder? So, super. Ich bin Ihr offizieller Ansprechpartner und würde sehr gerne jetzt einen Schritt zu Schritt erklären, wie es alles bei uns läuft, ja? Und natürlich bei helfen, Handelskonto vollständig zu aktivieren. Ja, wenn es sein muss. Ja, muss es nicht, ja? Sie haben selber Interesse geäußert, deswegen bin ich ja dabei. Ach so. Einfach weiter zu helfen. Ja. So, erstmal sagen Sie mir, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben. Nee. Nee, gar keine. Nee. Warum sprechen Sie mit mir Lautsprecher? Warum haben Sie überhaupt Lautsprecher an? Können Sie mich nicht so einfach hören? Nee. So hören, meine ich? Nee. Okay. So, dann machen wir so. Also, von unserer Seite für die ersten Schritte bekommen Sie alle Hilfe, was Sie dafür benötigen. Das heißt, Sie bekommen eine finanzielle Expertin, die mehr als 10-jährige Erfahrung in diesem Bereich hat, ja. Mhm. Und in Zukunft, wenn Sie Hilfe dafür brauchen, ja, Positionen zu öffnen, schließen oder irgendwelche Empfehlungen brauchen, die würden immer Ihnen dabei helfen, ja. Toll. Sie wissen ja, dass Sie Startkapital dafür brauchen. Was denken Sie, mit welcher Summe wollen Sie bei uns einsteigen? 15 Euro. 15 Euro ist aber zu wenig, ja. Normalerweise am Finanzbörse zu handeln, brauchen Sie minimal 250 Euro. Ja? Ja. Das ist minimale Einstiegskapital bei uns. Natürlich, Schritt für Schritt können Sie Ihre Kapital aufbauen, aber das dauert ein bisschen Zeit, ja, bis Sie damit Ihre Ziele erreichen. Hm. Weil 250 ist auch nicht große, riesig große Summe. Ja. Bei uns die Aus- und Einzahlungen geht gebührenfrei mit Kreditkarten. Welche Zahlungsmethode besitzen Sie? Das ist keine Zahlungsmethode. Welche Zahlungsmethode haben Sie? Ja, muss ich mal überlegen. Bitte. Hab ich vergessen. Mhm. Können Sie im Geldbeutel schauen, ob Sie welche Karte haben? Ja. Ja, dann schauen Sie bitte. Okay. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Bitte? Nochmal. 29. 29. Und was sind Sie beruflich? Was ich von Beruf bin. Genau, was bist du beruflich? Ja, da bin ich Fischstäbchenformer. Mhm. Super. Ja. Und was genau machen Sie? Wo denn? Wann denn? Was denn? Jetzt gerade? Wie? Hä? Nochmal, was machen Sie genau beruflich? Fischstäbchenformer. Okay. Und Sie? Ich? Ja? Ich bin Kontoberater. Also Callcenter-Mitarbeiter. Nein, ich handle mit Kryptowährungen. Ach so. Wie ist denn gerade der Kurs von Bitcoin? Circa 35.000. Wissen Aha. Sie, wie viel ist genau Litecoin? Nee. Nee, wissen Sie nicht, okay. Hm. Haben Sie Geldbeutel gefunden? Ach ja, hab ich vergessen. Mach. Dann viel Spaß damit. Ja.
Ja, und dann war unser netter Kontoberater, mit dem viel zu viel Elan, war dann wieder irgendwie weg. Hat keine Lust mehr auf unser Gesabber gehabt. Tja, aber dass das hier wieder, wie immer, Betrug war, ich denke, das ist jedem selbst klar. Denn kein normaler Kontoberater würde direkt erstmal damit einsteigen, nach den Kontodaten zu fragen, anstatt erstmal vielleicht das Produkt richtig vorzustellen. Das ist tatsächlich auch immer wieder das gleiche Problem mit den Betrügern. Im Grunde genommen stellen die gar kein Produkt vor, sondern labern einfach nur irgendein wirres Zeug hin und her und naja, soll sich halt möglichst professionell anhören, aber der Inhalt von dem, was sie da eigentlich sagen, tja, das gibt halt irgendwie nie Sinn, ne? Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Klabatterbach? Hallo? Ja. Hallo. Sie hatten sich bei uns, glaube ich, früher heute für Handel und Finanzmarkt interessiert. Ja, im Bereich Aktienhandel. Korrekt, vollautomatisierten Handel. Sie wollten investieren und zusätzliches Einkommen verdienen. Stimmt? Ja, das dachte ich. Mhm. Also wir rufen Sie normalerweise an, damit wir einfach kurz erklären, worum es geht. Die meisten von unseren Kunden haben keine Erfahrung am Finanzmarkt. Was? Ja, die meisten von unseren Kunden haben keine Erfahrung am Finanzmarkt, deshalb rufen wir an, einfach damit wir erklären, worüber es geht und wie das funktioniert. Ja. Okay. So, sind Sie komplett neu dabei oder haben Sie schon Erfahrung? Nee, ich bin da neu. Verstehe. Und also Sie möchten mit der Minimuminvestition starten, vermute ich. Sie möchten auch das austesten, schauen, wie das läuft, oder? Ja. Okay, dann momentan in diesem Zeitpunkt, sind Sie bereit, mit dem Minimumbetrag zu starten oder geht das zu einem späteren Zeitpunkt? Ja, geht jetzt. Geht jetzt? Ja. Okay, die E-Mail-Adresse ist karl.klabatterbach@gmail.com, korrekt? Ja. Okay, so, haben Sie jetzt ein PC dabei oder nur die Mobilgeräte? Die Frage war witzig. Nee, ich frage, weil wenn Sie ein PC dabei haben, ist es leichter mit dem Maus, mit dem großen Bildschirm. Da können Sie sich ganz ruhig einloggen, das Konto schauen und aktivieren. Ja, hat wieder lustig geklungen. Tut mir leid, also ich probiere nur meinen Job zu machen. So, okay. Machen Sie die Kontoaktivierung per Karte oder per Banküberweisung? Was bevorzugen Sie? Gibt es auch was anderes? Nein, wir können mit Visa, mit Mastercard und mit Banküberweisung ein- oder Auszahlungen machen. Was für eine andere Option brauchen Sie? PayPal. PayPal bieten wir leider nicht an. Oh, die anderen haben Geschäftsentscheidung. Aber alle PayPal. Ja, PayPal hat Probleme. Nee. Mindestens ein paar Mal pro Jahr mit Datenschutz und so weiter und so fort. Und das ist eine Geschäftsentscheidung, dass wir damit nicht arbeiten. Du machst dich so lächerlich. Du redest von Datenschutz? Du solltest dir deinen Mund mit Seife auswaschen. Von Datenschutz redet die Kakerlake da. Oh Mann, ist ja kaum zu fassen. Möchten Sie weitermachen oder gibt es keinen Sinn zu reden? Doch, ich habe da großes Interesse dran, ja. Ich glaube nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ja. Auf Wiederhören. Ja, Betrüger. Ja, also der wollte uns jetzt hier wirklich ernsthaft weismachen, dass PayPal ein Problem mit dem Datenschutz hat. Ja, natürlich ist es ein Riesenkonzern und ja, sind auch deren AGBs ein bisschen bedenklich, aber letztendlich steht es ja drin, was sie machen. Ne? Also nichts hier mit Datenschutzprobleme. Oh je, oh je, oh je. Und solche Leute hat man ja jeden Tag am Telefon. Also, dass man da nicht irgendwann wahnsinnig wird, ich weiß es nicht. Es ist schon Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn, was da so am Telefon abgeht. Ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Teilt gerne die Videos mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Familienmitgliedern und allen Menschen, die ihr so kennt. Arbeitskollegen könnten wir noch benutzen. Genau, schickt die Videos an eure Arbeitskollegen, denn umso mehr Leute darüber Bescheid wissen, was es da eigentlich für einen Unfug am Telefon gibt, umso mehr Leute können halt nicht mehr auf diesen ganzen Krempel reinfallen. Natürlich ist es immer möglich, dass irgendjemand hinten runterrutscht und rechts und links da rein drauf reinfällt, auch wenn es Wahnsinn ist und auch wenn wir nicht alle verstehen werden, dass das, naja, halt passiert. Ne? Ich hoffe, dass wir möglichst viele Menschen schützen können und ich hoffe, dass ihr heute wieder jede Menge Spaß hattet. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag und einen schönen was auch immer. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.